Also die neue soziale Architektur, diese Initiative, die wir jetzt vor allem bei dieser 6. Konferenz Zivilgesellschaft ins Spiel bringen, wir haben ja auch einen Tisch und so weiter, die geht eben davon aus oder will eben darauf aufmerksam machen, dass es nicht mehr reicht, an einzelnen Feldern im Sozialen zu hantieren oder zu operieren, sondern dass das soziale Ganze eben auf neue Fundamente gestellt werden muss, dass es da einer neuen sozialen Architektur bedarf. Das Platzen der Finanzblase, dieser Luftgeschäfte, die auf alles zurück durchschlägt, öffnet auf einmal vielen Menschen einen kritischen Blick auf unser Wirtschaftssystem, das im Interesse von Minderheiten betrieben wird und sozusagen die große Mehrheit der Menschen ausplündert und die Umwelt zerstört und sozusagen wenigen Profiteuren dient. Das haben jetzt viele verstanden und das wird auch eine Kernfrage sein, wie man die Spielregeln, die wirtschaftlichen Spielregeln für eine gerechte und naturverträgliche zukünftige Entwicklung neu festsetzen kann. Und dafür gibt es jetzt viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Interesse und viele dieser verlachten Ideen, die sich im Kleinen oft sehr gut schon bewährt haben, gewinnen jetzt auf einmal an Bedeutung, an Aufmerksamkeit und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass jetzt eine Chance ist, wirklich viel zu bewegen. Solange wir nachhaltige Entwicklung als eine Botschaft des Kopfes, als wissenschaftlich formulierte, knochentrockene Forderungen in die Welt hinaustragen, werden wir niemals die Menschen dafür gewinnen. Was es dazu braucht, ist Gefühl, ist Begeisterung. Und Begeisterung ist eine Sache, die sich im Gefühl abspielt. Erst Gefühle verleihen Ereignissen Bedeutung. Ereignisse ohne begleitendes Gefühl sind bedeutungslos. Eine dieser Folgeerscheinungen dieses Wachstums, dass die Arme ärmer werden müssen, und zwar nicht durch die Gier von Managern, sondern durch das System. Und die Reichen reicher werden müssen. Das ist, ich kann sagen, das ist ein Systemfehler. Und wenn ich den nicht ändere, naja, was soll ich mich da glücklich oder unglücklich fühlen? Sie sehen also, die Opfer dieses Wachstumssystems sind die kleinen Leute. Umverteilung von unten nach oben. Ja. Und wenn man dann schaut, die Belastung der Volkswirtschaft durch die Kapitalerträge, die müssen aus der Volkswirtschaft verdient werden, obwohl sie zum Teil oder zum überwiegenden Teil Umverteilung sind, ein Vielfaches der Belastung zum Beispiel durch die Krankenversicherung ist die Belastung durch die Kapitalerträge der Kapitalbesitzer. Haben Sie wahrscheinlich noch nie davon gelesen oder kaum irgendwo einmal. Nicht? Das ist, man sagt, die Krankenkasse ist so teuer und das kann man sich nicht leisten. Aber das, was dreimal so viel belastet, das ist ein Tabuthema. So, das Ergebnis. Klar, investiere ich, wenn ich Kapitalvermögen habe, dort, wo es mehr bringt. Und das sind nicht mehr die Realinvestitionen, sondern die reinen Finanzinvestitionen. Und das muss man sich vorstellen. In unserem Leben passiert am Beginn der 70er Jahre 90% des Welthandels realer Warenhandel. Heute nicht einmal mehr 1%. Das heißt also, 99% des Welthandels ist Kapitaltransfer ohne jeden Warenfluss. Und wenn ich aber jetzt hergehe und sage, Klimaschutz, was ich machen kann, um das Klima zu schützen, bezieht sich ja nur auf die Realwirtschaft. Also auf weniger als 1% des Welthandels. Wie soll das erfolgreich sein, wenn ich nicht auch den Finanzsektor an die Kandare nehme? Es ist ja rein von der Größenordnung her gar nicht vorstellbar. Wenn ich mir bewusst bin, dass alles, was ich tue, auf der ganzen Welt eine Auswirkung hat, was ja auch die moderne Physik und Biologie schon sagt, dann ist natürlich klar, dass ich für alles, was ich tue und was ich sage, eine Verantwortung habe. Wirklich für alles. Und ich glaube, das ist den meisten nicht bewusst. Ich meine, wenn was ganz Schlimmes passiert ist, so wie der Weltkrieg, dann ist klar, dann funktioniert das mit dem gemeinsamen Ziel. Dass dann die Bereitschaft besteht, aufzubauen, aus der Katastrophe zu lernen, zu sagen, das darf nie wieder passieren, das ist klar. Aber jetzt aus der pluralistischen Situation heraus, also die ökologische Bedrohung ist offenbar und die soziale Katastrophe zwischen Arm und Reich, Nord und Süd und so weiter, das ist offenbar
nicht so nahe wie die Mieteinnahmen, die ich aus meiner untervermieteten Wohnung lukrieren kann.